Im weißen Zoo, in tierischem Ambiente auf die Beine gestellt und hofft damit, bei der Oberösterreicherin voll ins Schwarze zu treffen und ihr dabei näher zu kommen. Es atmet mich etwas von der Seite an. Ich habe so das Gefühl, es hat vier Füße und ein Eiter. So. Bitte schön. Okay. Alles okay? Na, oh, na. Na, du brauchst dich nicht fürchten, was? Na, nein, nein, nein. Arsch, du Blöder. Ich will jetzt nur mehr weg. Bitte schön. Na, oh, na. Na, du brauchst dich nicht fürchten, was? Na, nein, nein. Gut, ich hab Stallgeruch vernommen. Ich hab mir gedacht, okay, gut. Vielleicht eine Runde Kühe melken oder solche Sachen. Man weiß ja nicht. Aber das hat den Fassl im Boden ausgeschlagen. Caroline ist weg. Zurück bleibt ein verwirrter Max und der versteht die Welt nicht mehr. Komm mal vor, wir haben eine Hochzeit, wo sie die Braut entführt haben. Und nicht mehr zurückbringen. Der Wirt und der Küchenchef überlegen was. Also ich weiß nur, dass es nicht an meinem Menü liegt. Ja. Das nennt man wohl Galgenhumor. Viel wichtiger, ein Plan muss her, um die aufgebrachte Caroline zu beruhigen. Vielleicht hätten wir es doch ein bisschen drauf vorbereiten sollen. Also ja. Die nimmt das eh mit Humor. Die ist jetzt ein bisschen schockiert, aber die wird ja nicht anfangen. Ja, gehst du jetzt noch mal nachschauen? Ja, ich weiß nicht. Ich schaue mal nach. Ich glaube, sie ist schon sehr sauer auf mich. Ich hoffe, dass ich das irgendwie wieder gut machen kann. Ja, aber jetzt der tut ja nichts. In einem Stall mit Pfahl gesitzt oder mit Kier oder Risse, das war aber das ist nicht ganz lieb. Nein, Tiger sind im Prinzipiell nicht lieb. Bitte, bitte. Ich knie mich hin, dass du mir verzeihst. Nein, brauchst du nicht mehr knien. Oh Gott. Du bist jetzt schockiert von mir. Ich bin fertig. Ja, bitte beruhig dich, komm. Bitte, tu mir den Gefallen und ja. Alles gut. Ich glaube, du bist gerade aufgeregter als wie. Also das ich habe Sorge gehabt, dass du am Ende gar nicht mehr zukommst, oder was? Ne? Wenn ich gewusst hätte, wann ich wie heimkomme, was hätte passieren können? Ich glaube, er weiß gar nicht, wie ich jetzt mit der Situation richtig umgehen sollte, weil er will das Beste draus machen. Ich mein, ja, aber ich werde mich halt neben so einem Viecherl nicht wirklich entspannen können. Ob Caroline sich nochmal in die Höhle des Tigers wagen wird? Ein erster tierischer Annäherungsversuch scheint schon mal geglückt. Caroline, wie geht's dir jetzt? Hast du dich wieder beruhigt? Ja. Jetzt hast du sicher einen großen Hunger, oder? Absolut gar keinen. Genau, deswegen gehen wir jetzt wieder hinein. Okay. Probieren, mal schauen. Willst du dich einhängen oder nix? Bitte nicht. Du traust mir nicht mehr. Gut. Das, darfst du das selbst Vertrauen gehen. Ist. Ja, ich hoffe, ich kann das wieder aufbauen. Schau, er ist ganz lieb. Ja. Du brauchst dich nicht fürchten, ich bin bei dir. Okay, gut. Max gibt sich allergrößte Mühe. Ob es am Ende doch noch das romantische Dinner werden kann, das sich der Niederösterreicher erhofft hat? Na, Caroline, bitte beruhig dich. Ich bin ganz weißt, ich habe gedacht, ganz cool bleiben. Ich glaube, dass wenn die Situation so ein bisschen angespannt ist, dass man vielleicht dann umso besser tiefgehende Gespräche führen kann. Ich habe mir gedacht, du hast ja selbst gesagt, du liebst spontane Aktionen. Ja, ne? Und was gibt es Besseres, als dich in einen Käfig zu bringen neben einem Tiger? Ich war eigentlich weder bissig noch vorlaut gewesen. Nein, eh nicht, das soll ja keine Strafe dass sein. Du mich so bestrafen musst. Na, bitte sehe es nicht als Strafe ein, sondern als spontane Aktion von mir, die vielleicht ein bisschen zu steil war. Unter Überraschungen verstehe ich nicht solche Sachen. Also das war
geht gar nicht. Ich meine, es ist eine liebe Idee und im Nachhinein auch voll geil, neben so einem Tiger zum Sitzen, aber ich vertraue dem Viech nicht. Ja, oh ja schau, ups. Alkohol ist ein gutes Lösungsmittel. Das Vertrauen der Oberösterreicherin hat Max vorerst verloren. Schmackhaftes Essen soll nun zur Besänftigung beitragen. Auch wenn es Caroline schwer fällt zu verdrängen, dass auch sie für den Tiger ein potenzielles Leckerli sein könnte. Schaust du immer so skeptisch zum Samir? Ja, wir sollten immer nur ein bisschen im Blick haben. Ja, aber er tut nichts. Das kann schon sein. Aber ich weiß halt nicht, es ist ja Frühling, ob er jetzt brünstig ist oder nicht. Aber das ist auch wurscht, weil er ist eh eingesperrt. Ich hab meine Feinde lieber im Blick. Ach so. Ja, ja. Aber wieso ist das dein Feind? Das kann auch ein netter Freund werden. Die spontane und verrückte Seiten von Max habe ich heute kennengelernt, was sehr beeindruckend ist. Also, man hat mir viel gerechnet, aber wirklich nicht mit dem. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich sie nicht schockiert habe und sie vielleicht doch nichts von mir wissen möchte. Fazit des Tages: ein verunsicherter Max und eine schockierte Caroline. Aber Kopf hoch. Am nächsten Morgen sieht die Welt meist schon wieder ganz anders aus.